Die Anlage benötigt nahezu schwefelfreies Rauchgas und es soll getestet werden, ob REA Plus speichern. Diesem Vorhaben weisen Experten wie auch Politiker zentrale Bedeutung zu im Kampf gegen den Klimawandel. Weltweit. Ein erfolgversprechendes Verfahren hierzu. Zentrumskohle werden Meeresalgen mit CO2 aus Rauchgas gefüttert. Für den Forschungsleiter von RWE Power, Dr. Johannes Heithoff, könnte das ein Weg sein, CO2 aus dem Kraftwerksprozess in Zukunft sinnvoll zu verwenden. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. Die hohe Konzentration von CO2 in den Bioreaktoren führt zu einem rasanten Wachstum der Algen. Sie wachsen 600 Mal schneller als ohne CO2-Zugabe. Für Dr. Johannes Lamberts sinnvoll eingesetzt.